Ja, wunderschönen guten Morgen noch einmal hier vom leicht verregneten Bahnhofplatz. Aber wir haben gehört, es haut auf, das freut uns. Wir sind hier am Digitaltag 2022 vor Stadt Bern und wir diskutieren den ganzen Tag über die wichtigen digitalen Themen und digitalen Herausforderungen. Da ist bei diesen Themen eigentlich auch noch so ein bisschen Regenwetter angezeigt, wo wir hoffen, dass es in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren ein bisschen aufklärt und ein bisschen konkreter wird. Eines der Themen, die ganz wichtig ist in dieser Digitalisierung, ist die nachhaltige Mobilität der Zukunft. Mobility as a Service ist eines der Schlagwörter. Und das ist auch meine erste Gesprächsrunde hier heute Morgen, dumm passend auch vom Bahnhofplatz. Ich begrüße in dieser Runde ganz herzlich die Gemeinderätin Marike Kreuth von Stadt Bern. Guten Morgen. Dann der Fabian Scherer, Präsident von Smart City, vom Smart City Verein, und Marta Kwiatkowski von Bernmobil. Guten Morgen, herzlich willkommen in dieser Runde. Ja, Marike Kreuth, ich habe es gesagt, Mobility as a Service ist ein Schlagwort, das super tönt. Trend oder andere kann sich jetzt vielleicht nicht so ganz viel darunter vorstellen. Was kann man unter Mobility as a Service denn genau erwarten? Also kurz zusammengefasst können wir eigentlich sagen, alles haben, aber nichts besitzen. Das heisst eigentlich, wir haben ein sehr gutes ausgebautes ÖV-System in der Stadt, aber auch in der Schweiz. Und es geht eigentlich darum, dass man die erste und die letzte Meile nachher noch kombinieren. Es geht eigentlich um eine kombinierte Mobilität. Es geht aber auch, dass man eine digitale Form findet. Heute hat man ja x verschiedene Apps, wo man eigentlich so zum Beispiel den Zug kann buchen oder auch das Veloverleihsystem. Und eigentlich müsste man, wenn man wirklich kundinnenfreundlich sein will, eine App haben, wo man nachher all die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander kann verbinden kann und dadurch die Leute natürlich auch vermehrt umsteigen auf den, ich sage jetzt mal, erweiterten ÖV. Dass man wirklich eine sehr attraktive Dienstleistung hat. Marta Kwiatkowski, was kann denn in dieser gesamthaften Überlegung von einem digitalen Angebot für den ÖV-Nutzer, was kann da Bernmobil konkret für eine Rolle spielen? Also Bernmobil ist natürlich integriert in die ganzen Diskussionen, wenn es um die Entwicklung geht, von Vertriebssystemen, von neuen Preissystemen, und das ist natürlich der Kern von diesen Lösungen. Also es geht um eine wirklich anreizorientierte Sicht, um eine einfache Sicht, dass man vor allem für die Kundinnen und Kunden einfache Zugänglichkeit hat vom öffentlichen System. Und wir sind dort integriert, also beispielsweise in der Allianz Swisspass. Das ist eine Vereinigung, wo Städte involviert, also städtische Unternehmungen, ÖV-Unternehmungen dabei sind, aber es ist natürlich auch die ganze ÖV-Branche zusammengeschlossen, und das geht eigentlich, oder? Also wir schaffen das nicht allein, wir schaffen das nur mit Partnern zusammen. Es sind wirklich integrierte Systeme, an die wir müssen denken, und das ist wirklich einer der zentralen Ansätze, dass wir zu einer gemeinheitlichen Lösung kommen, die wirklich vor allem bequemlichkeitsorientiert ist, schlicht, oder? Also es muss für den Kunden bequem sein, das ist unser erstes Credo, und da setzen wir so dafür ein, genau in diesen Gremien. Schauen wir dann noch ein bisschen vertieft, aber zuerst zum Fabian Scherchos, Präsident vom Smart City Verein. Das, was wir jetzt besprechen, ist ein wichtiges Thema, aber es ist nur eines der Themen, der digitalen Themen. Welche Wichtigkeit hat das für euch? Ist das eine Priorität 1-Sache, dass man sagt, man muss gerade den ÖV, gerade den Verkehr für die Leute auch im Nutzen buchen und so weiter und so fort möglichst niederschwellig und angenehm machen? Das ist auf jeden Fall eines der grossen Themen. Also Smart City Verein und Digitalisierung muss immer einem Zweck dienen, oder? Und einer der obersten Zwecke ist natürlich die nachhaltige Entwicklung, sowohl im ökologischen, sozialen wie wirtschaftlichen Sinn. Und dort ist Mobilität einer der ganz zentralen Elemente, um wirklich die nachhaltige Entwicklung vorwärts zu bringen. Einerseits, weil es auch in Bern, wo zwar schon nicht so schlecht unterwegs ist, noch einiges zu erreichen gibt. Andererseits, weil es einfach auch im Gesamtkontext wirklich viel ausmacht und wir noch einiges vor uns haben. Wir sind nicht so schlecht unterwegs, hat Fabian Scherer jetzt gesagt, Marike Kreuth. Das heisst, sind wir da besser unterwegs als andere Städte? Ich denke, wir gehen da ein bisschen im Gleichschritt. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir Städte gut zusammenarbeiten, gemeinsam Lösungen suchen. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt zum Beispiel in diesem Mobility as a Service ja eine digitale Form muss finden, sondern wir müssen ja auch noch den Platz finden, wo man die verschiedenen Verkehrsmittel auch einfach erreichen kann. Und da haben wir Städte alle das gleiche Problem, wie das Platzproblem.
die zunehmende Verdichtung, zunehmend der öffentliche Raum kommt unter Druck und da müssen wir Lösungen finden, dass wir nachher wirklich so, wir sagen dann Micro-Hubs auf gut Deutsch, Neudeutsch, dass wir wirklich die Micro-Hubs wirklich auch zur Verfügung stellen können, dass die Leute sehr einfach umsteigen können. Und dort arbeiten wir sehr eng mit den anderen Städten jetzt zusammen. Marta Kalkowski hat es vorhin gesagt, wir haben ja ein Swisspass, also der hat das bei sich auf dem Handy drauf. Wir haben den Veloverleih, das gibt es. Also, es gibt ja all diese Systeme. Was ist die Herausforderung oder das Neue daran, ist, dass man alles, wie wir es vorhin mit dem Jonathan Gimmel und dem Malik haben besprochen, darum geht alles unter einen Hut zu bringen? Oder was ist genau das Neue und die Herausforderung daran? Ja, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir alles unter einen Hut bringen. Weil nur dann wird die Kundin oder der Kunde das wirklich auch nutzen. Weil wenn man 7 verschiedene Apps hat, für von A nach B zu kommen, das ist nicht sehr attraktiv. Und darum, wenn wir wirklich ein attraktives Angebot nutzen wollen, dann müssen wir wirklich eben mit allen zusammen eine gute Lösung finden. Und das finden wir nur gemeinsam. Marta Kalkowski, mit allen zusammen würde das nicht auch heissen, dass dort Angebote reinkommen, die vielleicht Bernmobil konkurrenzieren, oder ist das gar kein Thema? Ich glaube, wir sind ja sehr auf einen Kontext fokussiert. Also uns geht es wirklich um Bern und Agglomeration Bern, also um Grossraum Bern. Und ich glaube, dort geht es nicht um Konkurrenz, sondern wirklich um eine sinnvolle und einfache Verknüpfung von allen Mobilitätsträgern. Und ich glaube, da sind wir eigentlich mehr mit dem Kontext, dass es die Konsumentinnen und Konsumenten oder die Kundinnen und Kunden nicht mehr interessieren sollte, mit was für einem Verkehrsträger dass sie unterwegs sind, sondern sie sollen eigentlich Vertrauen haben, dass wenn sie ein Billett lösen, sie neu mehr einsteigen, ob sie zuerst ein Velo brauchen und dann in ein Tram gehen, dann ein Mietauto vielleicht haben, dass es eigentlich eine integrierte Lösung gibt. Und hinten dran, was dort passiert mit den Preisen, mit den Zuschädigungen und wer das eigentlich der Anbieter ist, müsste eigentlich nicht interessieren. Fabian Scherer, gibt es eigentlich Rückmeldungen, die ihr habt von Leuten, die sagen, finde ich gäbig, aber ich komme nicht raus, finde ich gäbig, aber finde ich nie, finde ich gäbig, aber ich muss gleich noch vor Ort gehen? Oder was sind so Rückmeldungen, die es gibt? Also wir sind ja in der Schweiz eigentlich an einem interessanten Punkt in dieser Diskussion, weil man hat schon einiges ausprobiert. Also es ist nicht so, dass wir keine Erfahrungen haben. Gerade auch in Bern haben wir mit YouMove schon mal etwas Ähnliches ausprobiert. Das war auch eine integrierte App gewesen. Und dass es das in einer Form braucht. Ich glaube, das ist unbestritten. Wir nutzen also schon so ähnliche Apps wie zum Beispiel Google Maps. Die Frage ist, wenn wir in der Schweiz das Google, dann auch die sind, die alle Tickets anbieten. Das ist die eine Frage. Ich glaube, so aus einer «Wie geht es weiter?» Frage ist spannend. Wo sind auf der Kundenseite, vom Kundenbedürfnis her, wo sind die entscheidenden Punkte, wo ich heute noch nicht Services habe? Ich gebe ein Beispiel. Mobility verliert die meisten Kunden, also Mobility Carsharing, dann, wenn sie Kinder bekommen. Weil mal 40, 50 Meter ein Kindersitz durch die Stadt schleppen und dann ins Mobility Auto gehen, das ist eine Challenge, oder? Und es sind die Fragestellungen, die jetzt spannend sind. Also wo kommt das dazu? Und da gehört am Anfang natürlich auch eine App dazu, dass ich das einfach buchen kann, aber es gehört vielleicht auch noch das ein oder andere neue Angebot dazu, das wir noch nicht haben. Jetzt frage ich aber gerade ein bisschen blöd vielleicht nachher, wenn ich einen Transporter miete, was ich heute schon habe, bei diversen Anbietern, dann kann ich, das ist ganz normal, dass ich diesem Transporter zum Beispiel Gürtel, wo ich etwas befestigen kann, dass Dächer drin sind, wo ich etwas kann einpacken kann, ist im Angebot mit drin. Und der Kindersitz im Privatauto, das man mietet, ist noch nicht dabei, in dem Fall. Das ist so. Und es geht nicht um das spezifische Problem, sondern wo stehen wir in Diskussion? Aber grundsätzlich, es ist ein Service, der allumfassend ist. Ich sollte mir um das keine Gedanken machen, ich kann ankreuzen und dann ist es vor Ort parat. Das wäre das Ideal, oder? Und da gibt es auch andere Themen, wie was passiert, wenn ich dann ein bisschen älter werde, oder? Habe ich dann immer noch, nutze ich dann den Roller noch oder Publibike, oder? Sondern was brauche ich denn, damit ich weiterhin nicht das Gefühl habe, ich muss wieder einen Autobesitz oder so etwas in Betracht ziehen? Das sind die ganz spannenden Fragen. Und ich denke, jetzt reden wir über das Thema, wie machen wir es für den Nutzer, für die Nutzerin noch angenehmer, noch bequemer, noch niederschwelliger, die Angebote eben auch zu buchen und zu nutzen und auch daraus zu kommen, wie die nutzbar sind. Was kann man aber da für eine Brücke schlagen zur Nachhaltigkeit des Ganzen? Dass man den Verkehr minimieren würde. In welcher Form werden wir ja nicht können, sondern im Gegenteil, es wird immer mehr Leute geben, die mobil unterwegs sind, in welcher Form auch immer. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir wirklich die Mobilitätsform jetzt in der Stadt fördern, die wirklich
wo möglichst viele Leute mitnehmen können, also wo Flächeneffizienz sind. Und das ist natürlich eben Tram, Bus, Velo, sie natürlich, nehmen viel weniger Raum ein und können, also jetzt der Bus und das Tram können viel mehr Leute transportieren, als jetzt, wenn jeder einzeln mit einem Auto rumfährt. Und darum ist es sicher ganz wichtig, eben, dass wir auch die nachhaltige Mobilität fördern, aber eben auch die kombinierte Mobilität, dass eben die Attraktivität steigt. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir versuchen, dort alle Leute mitzunehmen. Und das hat der Fabian eigentlich schon angetönt, oder? Es ist je nach Alter, je nach Lebenssituation, wo man drin ist, hat man andere Bedürfnisse. Und wirklich die, alle Leute abzuholen, das ist schon noch eine Challenge, die wir müssen angehen müssen. Marta Klakowski, wenn wir dort anhängen, ich bin früher selber noch im Bernmobil-Shop gestanden und habe mein Abi jeden Monat gelöst. Gibt es die Kundschaft noch, die das tatsächlich auf diese Art macht, also wo man an die Digitalisierung nicht nur muss heranführen, sondern komplett noch muss zeigen, hey, es gibt ein anderes Angebot als physisch vor Ort? Ja, solange es natürlich noch Leute gibt, die wirklich vom Auto auf den ÖV kommen, was wir hoffen natürlich, braucht es das natürlich schon noch. Also ich glaube, es gibt die Leute tatsächlich, die noch die Unterstützung brauchen, die Einführung brauchen. Ideal wäre es natürlich, wenn es so einfach und selbstverständlich wäre, dass es das wie nicht mehr braucht. Oder? Also wir haben ja tagtäglich mit Apps zu tun, wo wir von niemandem eine Einführung brauchen oder überkommen. Und quasi so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe auch funktioniert, dass man sich gegenseitig erklärt. Ich glaube schon, dass wir langfristig wirklich an diesen Ort müssen kommen oder mittelfristig, wie auch immer, dass wir das nennen, bezeichnet mit Zeitfokus. Aber es ist klar, dass wir sicher auch den Auftrag haben, wirklich alle mit auf die Reise zu nehmen. Und es kann nicht sein, dass wir neue Hürden einbauen und die Leute nachher einfach finden, verstehe ich nicht, komme nicht dazu, ich kann das Billett nicht kaufen. Und darum müssen wir das sicher berücksichtigen in unserer Strategie. Wenn wir schnell einen Schlenker machen und vorhin noch bei etwas anhängen, was Frau Kreuther gesagt hat, betreffend dem Verkehr als solches oder dem ÖV als solches. Wir haben über diese Themen auch schon geredet. Es wird mehr Leute geben, die ÖV werden brauchen. Wir sind hier ja gerade im grossen Bahnhof Bern. Neu- und Umbauprojekt begriffen, wo es auch genau um das geht. Wie sieht es bei Bernmobil aus? Also wir haben ein sehr dichtes ÖV-Netz hier in Stadt Bern, wo Bernmobil betreibt und bedient. Es werden mehr Leute. Wie kann man die Leute auffangen? Wie kann man sich quasi in diesem System innen noch vergrössern und mehr anbieten? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wo vor allem das Wachstum stattfindet in Bern und in der Agglomeration. Und das ist eben das Stichwort, es findet sicher weniger in der Kernstadt statt als in der Agglomeration. Dort haben wir mehr Leute, dort werden wir vor allem den Zuwachs haben in den nächsten Jahren. Und darum ist es sehr wichtig, dass vor allem ein gutes Angebot dort stattfindet, dass wir die erschliessen. Und das ist genau auch Teil und Kern von der Strategie, von der Entwicklung, wo wir jetzt schon dran sind, dass wir wirklich ein sehr gutes und erschlossenes Angebot haben in den Agglomerationen. Wenn wir ein einfaches und zugängliches System haben, es ist wirklich as simple as that meistens, dann wird es auch genutzt, weil es halt einfach bequem ist, weil es eine Tramhaltestelle gibt vor der Haustür, die nahe ist. Also das ist, glaube ich, A und O, dass wir wirklich vor allem viele Leute nachher noch auf ÖV bringen. Fabian Scherer, jetzt, wenn ich selber ausgerüstet bin und die Angebote kann nutzen kann, ist es eigentlich nicht sinnvoll, wenn ich jedes Mal irgendwie ein Einzubillett löse für das Tram oder wenn ich mein Velo löse. Also eigentlich müssen wir schon darauf rauslaufen, dass eigentlich die Leute wie ein flächendeckendes Abi, wie einen Pass haben, der sich wahrscheinlich automatisch erneuert. Oder was sind da die Überlegungen oder die Wünsche, die ihr rausgespürt oder die ihr selber wettet? Also das ist genau, wie Sie sagen, man nennt ja das in der Ökonomie Transaktionskosten oder es sind versteckte Kosten. Also ich habe Stress, ich habe Aufwand, weil ich ein neues Abo muss lösen. Und dann muss man ein bisschen unterscheiden, auf welcher Ebene ist es. Oder? Also sagen wir mal ein GA oder eine grössere Investition ist eher so auf einer Investitionsebene. Auch dort braucht es Angebot, oder? Weil man weiss, dass im Durchschnitt man vielleicht sich 2 Jahre Zeit nimmt, um ein Auto zu kaufen. Und dort kann man auch andere Überlegungen einbeziehen. Wenn ich heute Morgen schnell muss entscheiden muss, was nutze ich jetzt, oder, dann habe ich andere Entscheidungskriterien. Und auf all den Ebenen braucht es eigentlich gute Angebote, die die nachhaltige Mobilität unterstützen. Oder? Also, wo wirklich Minimum so gut sind, wie wenn ich ein Auto besitze. Das ist ja die Messlatte. Oder? Das, was sehr auf der Hand liegt und wo man auch schon länger darüber nachdenkt, ist natürlich, dass man ein integriertes App hat, wo man wirklich verschiedene Verkehrsmodi, es ist schon gesagt worden, kombinierte Mobile wirklich einfach kann buchen, ohne dass man
10 Gebrauchsanleitungen muss lesen, oder? Marika, okay. Also willst du vielleicht noch kurz erwähnen, oder auch das Mobilitätsverhalten verändert sich ein bisschen? Wir haben das jetzt gemerkt bei Publibike zum Beispiel. Dass wir haben ja verschiedene, also Publibike hat verschiedene Abonnemente gehabt. Aber zum Beispiel die jüngere Generation, die löst gar kein Abonnement mehr, sondern die will einfach am Tag X entscheiden, wie gehe ich jetzt von A nach B. Und auf das müssen wir natürlich auch Antworten finden. Eben vorhin ist eben das GEA erwähnt worden. Gut, jemand, der in Zürich arbeitet und in Bern wohnt, wird wahrscheinlich das GEA behalten. Aber ganz viele Leute wollen einfach heute einfach am Morgen entscheiden, wie gehe ich jetzt von A nach B. Und die kaufen sich gar kein Abonnement mehr. Also spontan sein, in einer kleinen Kurzfristigkeit. Ganz genau. Und gleichzeitig aber nicht plafoniert einen Betrag ausgeben, damit sie es haben, aber vielleicht auch nicht nutzen. Richtig. Sie wollen wirklich sehr, sehr flexibel unterwegs sein und immer eigentlich das geeignetste Verkehrsmittel an diesem Tag. Wenn es regnet, ist es eben vielleicht der Bus und nicht das Velo. Und nachher irgendwie der Zug. Also die wollen das wirklich ganz am Morgen einfach entscheiden, wie bin ich jetzt unterwegs. Das ist schon ein neues Mobilitätsgefühl, können wir dem mal sagen. Oder? Ich tue auf selber entscheiden, ich habe nicht ein Abo, wo ich quasi dran fest bin. Sondern dass du wirklich spontan die 50 oder 80 oder den Franken abbuchen, dann, wenn ich es brauche. Exakt. Aber es muss für die anderen auch noch Platz haben. Die ein Abo wollen für irgendetwas, das Angebot, muss es ja weiterhin auch geben. Wo sich andere Überlegungen machen. Absolut. Es muss beides muss vorhanden sein. Genau, es muss eben auch irgendwie kombinierbar sein. He? Ich möchte noch schnell eine Frage von Hans Meyer, den ich erreicht, der Zuschauer, der da bei unserer Diskussionsrunde dabei ist. Und zwar fragt er nach der inklusiven Mobilität. Wo sind wir da in Stadt Bern betreffend beispielsweise Rollstuhlfahrer? Wie sind wir da grundsätzlich drin? Was gilt es aber zu verbessern, was wir jetzt vielleicht noch nicht haben? Also wir sind ja dran, laufend unsere Haltestellen wirklich auch behindertengerecht zu machen, dass man wirklich eben barrierefrei kann in der Stadt Bern unterwegs sein. Da sind wir bei jedem, also wir tun x Bus- und Tramhaltestellen in der Stadt Bern umbauen, dass es eben behindertengerecht ist. Auf diesem Prozess sind wir natürlich noch. Dort muss noch viel passieren, aber jedes Jahr tun wir uns dort ganz stark verbessern. Ich würde noch schnell zu euch überkommen, Frau Kwakowski, wie gesagt, bei der Bernmobil beim Fuhrpark aus. Ganz einfach kann ich bei jedem Fahrzeug, das umfährt, relativ barrierefrei ist und aussteigen. Also wir sind noch nicht ganz zu 100% auf diesem Punkt, aber es ist so, dass wir wirklich jedes neue Flotte oder jedes Fahrzeug, das wir bestellen, ist natürlich den Anforderungen oder muss den Anforderungen gerecht werden. Das ist so. Es gibt natürlich noch Einzelne, die dem noch nicht ganz gerecht werden, wo ich vielleicht den Wagen noch auftragen muss. Das wollen wir natürlich nicht. Oder wo auch schon nur für Kinderwagen zum Beispiel gilt natürlich das Gleiche. Also ich glaube, wir müssen auch dort schauen, dass wir langfristig eine Durchgängigkeit haben. Dort sind wir aber gut unterwegs. Ich glaube, die hat vorhin etwas gesagt, Frau Kwakowski, was darum ging, um den ÖV und in die Quartiere und so weiter und so fort. Fabian Scherer, wie sieht es denn aus? Was hat man denn bei neue Quartier, die man plant, oder bei Quartier, die man umplant und sagt, das tun wir jetzt anders organisieren. Was muss man denn dort für Überlegungen machen, dass man so ein Idealkonstrukt schon von Anfang an herbringt? Das ist natürlich eine super Chance, denn jeweils. Also, gerade wenn es Neubauten gibt oder Umbauten, weil wenn man wirklich nachhaltige Mobilität will, muss man natürlich von oben nach unten planen, wenn man so will. Oder? Also zuerst muss der Platz überhaupt vorhanden sein für die verschiedenen Verkehrsmodi. Die Verkehrsplanung muss stimmen, es muss integriert geplant sein. Wenn man dort keine Möglichkeiten mehr hat, wird es schwierig. Oder? Und nachher kann man natürlich ganz neue Ansätze auch denken. Es gibt Beispiele, wo man sagt, kombinierte Mobilität ist Teil der Miete. Also ich zahle schon mit der Miete Carsharing, Bikesharing und so weiter mit und habe so von Anfang an integrierten Lebensstil. Wenn man so etwas Positives mit anbietet, ist nachher auch die Akzeptanz viel grösser oder die Wertigkeit der Immobilien, wenn man nachher weniger Parkplätze drin hat oder? Und weniger motorisierten Individualverkehr. Und so clevere Konzepte sind eigentlich die grösste Chance, um grössere Schritte zu machen. Finanzen finde ich etwas einen wichtigen Punkt. Wir haben es vorhin gehabt. Entweder bin ich im Kleinen jedes Mal lösen, dann, wenn ich es will, oder ich habe ein Abo. Schlussendlich geht es darum, was hat jemand im Portemonnaie, kann ich mit dem ÖV leisten oder nicht. Der ÖV muss sich eigentlich jeder können, dürfen, müssen leisten.
Absolut. Und man kann sich eben durchaus so vorstellen, wenn man eben kombinierte Mobilität hat, dass sich das natürlich auch preislich niederschlägt. Oder dass, wenn ich eben zum Beispiel nicht zu den Stosszeiten fahre, dass ich ein günstigeres Abo nachher habe. Oder das haben wir ja schon zum Teil, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, dass, wenn man das digital löst, dass man nachher ein Sparbillett kann lösen kann. Und eben, dass die Leute auch belohnt werden, wenn sie eben kombinieren. Aber da arbeiten wir jetzt noch dran. Der eine und andere Punkt ist ja eben der Zugang. Und dass das einfach ist und dass das möglichst mit einem Login passiert und alles zusammen ist. Jetzt wissen wir, die EID gesamtschweizerisch nimmt einen neuen Anlauf, das kommt wieder, die ist beim ersten Mal abgelehnt worden. Inwiefern ist es wichtig, dass eine Sache wie eine EID durchkommt, für genau das umzusetzen? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man wirklich schaut, dass man den Datenschutz dem auch sehr ein hohes Gewicht gibt, he, in dieser ganzen Geschichte. Weil die Leute wollen natürlich nicht einfach quasi eine Unsicherheit haben, was denn mit ihren Daten passiert. Auch dort müssen wir natürlich ganz gute Lösungen haben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir sehr grosse Beachtung müssen schenken. Marta Kwiatkowski, wenn ihr jetzt so ein bisschen, ich weiß, das ist Kaffeesatz lesen, wir können nicht gross in die Zukunft schauen. Trotzdem muss man von Bernmobil aus so eine Strategie haben, die man in 5, die man in 10 Jahren sein will mit so einem System und auch mit einem ausgebauten ÖV-Netz. Wie sieht die Vision bei Bernmobil aus? Ich glaube, wir haben über vieles schon geredet. Ich glaube, es ist wirklich mal ein Angebot, das muss zugänglich sein, das muss einfach sein. Also rein von der Verfügbarkeit her, dort sind wir dran. Dort gibt es bis 35 geht die ganzen Ausbauschritte. Und das andere ist tatsächlich auch die Zugänglichkeit, was Vertrieb und Sortiment betrifft. Auch das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Dort können wir einfach nicht allein agieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es würde es auch wirklich nicht bringen. Und dort sind wir tatsächlich auch in gewissen Abhängigkeiten. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Dort sind wir auch sehr intensiv dran, wirklich für gute Lösungen. Und ich glaube, da sind wir nicht mehr so weit davon entfernt, den ersten guten Schritt können zu machen. Die Leute reagieren meistens, wenn etwas nicht geht oder wenn etwas schlecht ist. Und dann holt man die Taste und gibt das Feedback. Selten, wenn es positiv ist oder wenn es läuft, dann kommt man auch nicht so viel. Aber gibt es Rückmeldungen, gerade von der Kundschaft, die sagt, mal super, dass ich die und die Dienstleistung kann so buchen jetzt bei Bernmobil oder auch eben über den Swisspass und so weiter und so fort. Gibt es Lob oder ist da eigentlich nicht so viel und muss proaktiv bei den Leuten nachher fragen, was habt ihr das Gefühl, wie sieht es aus, wo können wir es verbessern? Also machen wir laufend. Wir haben jetzt kürzlich wirklich wieder das Ergebnis gesehen von der Kundenbefragung. Das ist für uns natürlich ein wichtiges Instrument, um auch zu verstehen, wo der Schuh drückt. Also zum einen haben wir natürlich direkt auf direktem Weg, indem man uns natürlich Rückmeldung gibt. Aber eben auch regelmässige Befragungen. Und das bin ich wirklich selber sehr erfreut, dass die sehr, sehr positiv sind. Also grundsätzlich ist man zufrieden mit der Leistung, die Bernmobil anbietet. Das freut mich wirklich sehr. Aber selbstverständlich gibt es Verbesserungspotenzial. Also gerade was natürlich Preise und Vertrieb betrifft, das ist kein Geheimnis, aber das sieht nicht nur bei uns so aus. Da haben wir alle bei den öffentlichen Transportunternehmungen mit diesem Punkt zu kämpfen. Er wird zwar gar nicht so schlecht beurteilt, wie man der Diskussion eigentlich würde zumuten, ja, für das Zeichen. Aber das ist sicher einer von den wichtigsten Punkten, wo wir müssen dran arbeiten müssen. Fabian Scherri hat es heute Morgen schon gesagt, beim Stadtpräsident Alex Vogler-Frietz ist der dritte Digitaltag, den ich bestreite, wo ich mit die spannenden Themen mit euch besprechen kann. Ich drücke immer so ein bisschen auf das Thema Tempo. Geht euch das alles genug schnell vorwärts? Ist mir klar, es sind komplexe Themen, es sind komplexe Konstrukt, das man da kreieren muss? Oder fällt es irgendwo auch noch so, dass jemand noch mehr auf das Gas bedauert wird? Also ich glaube, es gibt zwei Sichten. Zudem einerseits findet Digitalisierung statt, ob wir es wollen oder nicht. Und dann ist es manchmal schon eine Timing-Frage. Also wenn irgendeine neue Technologie kommt, ein neues Angebot, ist man dabei als Stadt und als Schweiz. Gleichzeitig bin ich auch Fan, ich sage es mal, vom gut schweizerischen Vorgehen. Wir sind manchmal vielleicht nicht die Schnellsten. Aber wenn wir es angehen, dann gehen wir es grundsolid an und Schritt für Schritt, oder? Und umfassend. Und das ist auch das, was ich mir wünsche für die digitale Mobilität, wenn man so will, oder Digitalisierung in der Mobilität, dass man grundsolid dranbleibt und einen Schritt nach dem anderen macht. Ich glaube, in diesem Thema gibt es so die ganz grossen Quick-Wins gerade nicht mehr, sondern jetzt gilt es eben zu schauen, wo sind die Herausforderungen noch und an denen zu arbeiten.
Marika Kröti, ich möchte den Böck noch weitergeben, seid Gemeinderätin, wie denkt es euch im politischen Umfeld, Entschuldigung, ist man gewillt oder gibt es irgendwo auch noch so Hemmschuhe, die man auf die Seite räumen muss? Also ich glaube, ein Hemmschuh, oder wo man sich sehr Gedanken macht, ist das, was ich vorher gesagt habe, der Datenschutz natürlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber sonst finde ich, sind wir im Moment sehr gut unterwegs miteinander, eben auch mit anderen Städten, aber auch mit der Agglomeration. Das ist ganz wichtig. Es sind ganz viele Leute, die natürlich in die Stadt reinpendeln. Es ist sehr wichtig, dass man gemeinsam gute Lösungen sucht. Und ich finde, im Moment haben wir dort wirklich so einen guten, kreativen Schub, den wir jetzt wirklich auch nutzen wollen. Relativ kurze Antwort zum Schluss, Frau Kreuth. Wie digital seid ihr für euch selber im persönlichen Leben unterwegs? Ich würde sagen, ich bin recht digital unterwegs. Ich habe fast kein Papier mehr, auch im Büro nicht, und löse eigentlich meine Abos alle auf dem Handy. Fabian Scherer, Punkt Digitalisierung, wie seid ihr für euch selber? Bei mir geht es ganz ähnlich. Jetzt gerade im Mobilitätsbereich. Ich bin so ein typischer Stadt-Berner Innenstädter. Dort macht es wirklich absolut keinen Sinn, ein Auto zu haben. Ich habe zwar Familie, aber kein Auto. Und wir nutzen entsprechend alle Möglichkeiten von der Mobilität, von Carsharing zu ÖV etc. Machen Sie die Steuererklärung elektronisch? Oder ich mache die Steuererklärung elektronisch. Das ist auch noch das Thema. Frau Kwiatkowski, wie sieht es für euch aus? Ja, ich glaube, ich kann mit dem Ganzen anschliessen grundsätzlich. Aber ich bin auch Abo-Kundin und glaube, das ist schon sozusagen etwas, was sehr, sehr vereinfacht und glaube, so grundsätzlich eine Einstellung gibt, dass man eigentlich mal primär ÖV nutzt. Und ich habe einfach kein Bargeld mehr. Also das ist für mich sicher auch nochmal ein grosser Schritt, den ich aus Corona mitgenommen habe. Und ich habe es auch nicht mehr eingeführt. Wunderbar. Merci vielmals für die spannende Runde. Marta Kwiatkowski, Vorpräsidentin von Bernmobil, Fabian Scherer, Präsident für den Smart City, und Marike Kreuth, Gemeinderätin von Stadt Bern. Spannende Diskussion gewesen. Wir diskutieren auch weiter spannend diskutieren, nämlich den ganzen Tag geht es bei uns hier um die digitalen Themen und digitale Herausforderungen von Stadt Bern, aber natürlich nicht nur von Stadt Bern, sondern vom Gesamtkonstrukt mit den anderen Kantonen, mit der Schweiz. Wir werden hier durch die Stadt Bern durchwandern, werden am Schluss auf dem Bundesplatz sein. Das heisst, bleiben dran. Wir melden uns nachher wieder zurück. Merci für das Interesse.